Willkommen bei der Food Show und willkommen Knickknacks, Wordknacks. Ja, ihr hört richtig, es gibt was Neues von Knickknacks. Ich habe sie nicht im Original da, darum zeige ich euch nämlich das Bild. Die kommen ab dem 2019 in den Handel, das heißt also jetzt ganz bald im September. Und ich habe sie schon euch ein paar Tagen gezeigt, nämlich in dieser silbernen Tüte. Ich hatte euch in so einer Überraschungs-, was kommt so für Produkte-Box oder Video gezeigt, was so an Produkten kommt, die ihr durftet rätseln. Das hat keiner erraten. Ist auch natürlich jetzt nicht die Marke, die man so im Kopf hat. Aber es kommen Knickknacks in nagelneuer Version. Hier hinten steht es nämlich auch drauf. Knickknack Wordknack Salt and Vinegar 110 Gramm am 5.6.2019 produziert. Also eine ganz frische Produktion. Ich habe hier schon die Nahaufnahme gemacht. Wir probieren sie jetzt natürlich auch gleich zusammen. In der Nahaufnahme seht ihr nur, dass das kleine Kügelchen sind. Ich kann, wie gesagt, keine Nährwerte oder sonstiges nennen. Das habe ich leider noch nicht, die Info. Aber ich kann euch schon mal sagen, ob es sich lohnt, weil ich bin jetzt auch kein großer Salt and Vinegar Fan, außer es ist lecker. Also bei Lay's gibt es welche, die mir sehr, sehr schmecken. Aber wir müssen mal gucken. Also wir gehen kurz in die Nahaufnahme und dann probieren wir sie. Also bis gleich. So, und wir gucken uns die Wordknacks einmal an und jetzt seht ihr sie. Also klassisches Knickknack. Ihr seht die Salzkruste. Und hier haben wir eins, aufgehübschen Bissen von mir gerade. Ihr seht also auch die Erdnuss im Inneren. Und ja, und jetzt müssen sie natürlich nur noch nach Salt and Vinegar schmecken. Aber die Chance ist natürlich sehr hoch. Also gucken wir mal. Also probieren wir. So, ihr habt die kleinen Kügelchen gesehen mit der Erdnuss innen drin. Ich pick mir jetzt hier eine raus. Hier haben wir sie nochmal. Also wirklich salzig, komplett anders. Riechen richtig nach Essig. Also hier ist richtig Essig drin. Also wenn hier kein Essig drin ist, dann... Also ich hoffe, ich schmecke ihn auch. Wir probieren es. Also. Und da ist auch Essig dran. Also hier ist Salt and Vinegar nicht nur ein Versprechen vom Namen her, sondern auch richtig Geschmacksexplosion, kann man sagen. Schmeckt aber echt interessant. Auch mit dem Salz zusammen. Also, es ist ein anderer Salt and Vinegar Geschmack. So kenne ich ihn gar nicht. Also, so ein Krümel im Hals. So extrem kenne ich ihn gar nicht. Ist aber wirklich lecker. Also, da wird die Tüte nicht lang halten. Ihr seht es auch gerade, ich snack's hier so weg. Das ist ein richtig leckerer Salt and Vinegar Snack. Also, die werden jetzt bald als Limited Edition in den Handel kommen, auch in diesem englischen Design. Also genauso wie ihr es hier seht, so wird es in den Handel kommen. Es soll es aber, wie gesagt, ab September geben. Von mir gibt es auf jeden Fall ja, 4 Punkte. Also 4 von 5 würde ich denen geben. Die sind echt lecker, die würde ich mir wieder kaufen. Vielleicht mache ich euch nochmal ein Video, wenn die Originalpackung dann da ist, in der Originaldesign, damit ich euch das auch so zeigen kann, wie es hier ist. Sonst sage ich jetzt aber schon mal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Glocke an, Abo hier, Abo da und eins dieser beiden Videos schauen. Und wir sehen uns in eins der nächsten Videos. Bis bald, euer Bob.